Jetzt bleib doch mal drin, ne? Du hast nicht so eine kleine Fangrate. Du hast eine höhere als Sneebel. Behaupte ich jetzt einfach mal. Und Zuma wurde gefangen. Yay! Nach 3000 Jahren. While living in Pinch Black Cave and they ice godly grew shot and deprived them of vision. They used ultrasonic waves to detect obstacles. Schön für dich. Du bist trotzdem flatterschei. Passt sogar genau hin. Okay, raus hier. Dann können wir in die Route südlich von Plate Pix City. Nicht Plant. Plains. Pix City, sondern Plate. Bah, so alles dasselbe. Pflanzen, Platten, whatever. Alles dasselbe. Hallo Zubat. Jetzt kommt der ganze Super-Spam-Weiber. Ja, jetzt. Jetzt. Ich bin an der Leiter vorbeigelaufen. Das mit dem Rennen und Sprechen müssen wir nochmal üben, Tickern. Ja, es tut mir leid. Ich könnte eigentlich Coco jetzt schon ins Team holen, aber dann ist mein Leveldurchschnitt noch weiter gesenkt. Und Teppich hat hier noch gar nichts gemacht. Der soll gefälligst auch mal was tun. Go Twilight! Go Twilight! Go Twilight! Also wörtlich, go! Geh! Ich hab dich nicht angefeuert. Ich hab dich zum Gehen bewegt. Schon fies von mir. Hallo, Stolz Junior! Coco! Hab ich schon. Aber es interessiert ja eh keinen. Wer weiß. Yuki! Los! Faulheit! Teleportiere mich mal zurück zum Center. Ja, wer braucht Fliegen? Wieso konnte Schwester Joy nicht hier sein? Oder wieso konnten die den Ausgang nicht hier hinsetzen? Dass ich zurück zu Schwester Joy rennen kann. Wie in Originaleditionen. Das ist gemein. Gemein. Und hinterhältig! Ja, komm jetzt halt wieder vorbei. Haha, ich darf passieren, ne? Rote Haar. Das ist eine Höhle. Dark Cave. Okay. Ich fühle mich verarscht.
Hier sehen Sie einen Ninja in seinem natürlichen Lebensraum. Der versucht sich zu verstecken, man ihn aber trotzdem sieht. From out of the ashes I leap. Hiya! I challenge through. Ja, dann fordere mich mal heraus. Oha. Kann das Ding eigentlich schon Explosion? Finale? Egal, Yuki wird dich fertig machen. Wenn man vom Teufel spricht. Yuki, du hältst nichts aus. Jetzt gehen die ganzen Erfahrungspunkte an Twilight. Yuki wird sich niemals weiterentwickeln. Ich sehe es doch schon. Du wirst dich sowieso in die Luft jagen. Welches von meinen Pokémon hat denn... Ach komm, hier, Teppich. Auf dich ist das nicht so effektiv, die Explosion. Und ich wollte mich gerade noch überlegen. Ach, jetzt kommt keine. Jetzt kommt keine. Schade, dass du Schwebe hast. Sonst könnte ich das benutzen. Schade, schade, schade. Aber du jagst dich jetzt sowieso selber in die Luft. Ich hasse dich. Blub. 13 für Twilight. Und 20 für Teppich. Teppich hat eigentlich immer noch gar nichts gemacht. Nur einen Stein geworfen. Und Twilight zu Level Up verholfen. Ja, kämpft immer alleine weiter. Ich lade deswegen derweil Pokémon hoch. Während ich Pokémon spiele. Pokeception. Heute am Aufnahmedatum kommt übrigens die Folge Geisterjägerin Rita. Mal so als kleine, ne? Folge 23. Ich dachte, das interessiert irgendjemanden, weil ich hier aufnehme. Auch wenn das niemanden interessiert und natürlich bist du vergiftet. Auch wenn ich gerade nicht hingucke. Aber ich sehe das im Augenwinkel, dass du vergiftet bist. Ich muss nicht hingucken, ich sehe die Animation einfach. Und natürlich jagst du dich in die Luft. Ich gucke immer noch nicht hin. Und trotzdem ha... Yay, Teppich hat überlebt! Aber Teppich wird dann an Gift sterben. With honor, I admit defeat. Und was ist, wenn du jetzt... Jetzt will er auch noch meine Nummer haben. Na gut, dass es keine Nuzlocke ist, sonst wäre ich ja total ausgerastet. Ja, with witness the ancient ninja technic of Pokénuff registration. Okay. What the fuck? Von so einer Ninja-Technik habe ich noch nie gehört. Teppich was defeated. Nein, Teppich heißt fainted. Aber Teppich, ich habe an dich geglaubt. I had faith within you. You. Chicken. Und sie hatte vorher noch davon geredet, dass, ne, Finale kommen wird. Warum hat sie dann Yuki in den Kampf geschickt? Ich weiß es nicht. Ich hatte dran geglaubt, dass Yuki es schnell genug erledigt. Okay, das ist der Rückweg einfach nur. Dann doch beim Ninja Boy entlang. Entlang. Hallo Zubat, habe ich schon. Tschüss. 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 Go, 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 Twilight!
immer noch wörtlich gemeint. Gut, dass ich Barky mit dabei habe. Ah, Hyperheiler. Ich geh jetzt schon raus? Okay. Bestimmt so eine optionale... Ach du Scheiße, sind wie viele Eingänge. Und da unten ist irgendein Gebäude. I don't have a bike, so I would take a leisurely walk to the low road. Okay, gibt's hier einen Fahrradweg? Guck ich mich erstmal in der restlichen Höhle um. Und das mit meinem Orientierungssinn. Hilfe. Okay, ich brauche Stärke. Ja, das war die restliche Höhle, meine kleinen Freunde der Nacht. Nach stundenlanger Verwirrung und Verlauberei haben wir doch wieder rausgefunden. Ach, ich bin kaputt. Was ist eigentlich daneben an? Was ist auf dem Schild? Dark Cave. Haben die beide denselben Eingang? Could I see your Pokémon? Just one look, please! Nein, du kannst mir so viel quengeln und nörgeln, wie du willst! Lombrero! Lombrero! Auch wenn es nur neutral ist. Aber hey, Feuer wäre auch nur neutral. Kann das Ding überhaupt Wasserattacken? Was konnte damals mein Lombrero? Ach, keine Ahnung. Du, 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 du. Es guckt mich so böse an. Weg mit dir. Fluffy? Das ist jetzt aber unfair. Eigentlich nicht. Denn ich habe einen Teppich. Intensität 7. Ja, das war ja dein Running Gag. Der von Toaster war 8. Also, den von Toaster fand ich sowieso besser. Und Level 14 für Twilight. Ja, Feuerattacke. Amber. Ist Amber nicht verbrannt? Edwin, I wanted to complete my collection. Und deswegen wolltest du meine Pokémon sehen? Wolltest du meine Pokémon verstehlen? Alle collecting match call registrations too. Okay. Summary. Ich vergesse es immer wieder. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Twilight hat eine Feuerattacke. Ist das nicht wunderschön? Ich brauche auch Stärke.